Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute werden wir über KI-Projekte sprechen, denn es gibt mittlerweile einige Projekte, die auch das Tageslicht der Welt erblickt haben. Und ich als Investor muss mir natürlich die Frage stellen, ob ich jetzt hier einkaufe oder nicht. Es geht tatsächlich um IONET. IONET ist eine auf Solana basierende Infrastruktur, die auch GPU-Power zur Verfügung stellen möchte. Und ganz klar, eine Sache muss ich sagen, wir werden in Zukunft einen Kampf der GPU-Hashing-Power auch führen. Also es ist so, wir werden einen Kampf führen und mittlerweile ist es so, diese ganze KI-Bereich, dieses ganze Deep Learning und dieses ganze Rendering und so weiter, das verbraucht enorm viel Kapazität, enorm viel GPU-Power. Und aktuell ist es so, wenn GPU-Farmen entstehen und dort eine hohe Konzentration an GPUs zu finden sind, dann machen die großen Big Player Folgendes: Sie kaufen das Ganze auf. Sie setzen eigene Investitionen zurück und investieren das Geld in Kauf von GPU, weil sie es natürlich verstanden haben. Mittlerweile ist es ja so, dass wir gerade einen Kampf der Hashing-Power sehen, wenn wir auf Bitcoin-Hashing-Hash-Rates dann auch schauen. Und in der Zukunft wird es sein, umso stärker KI wird, umso stärker wir Modelle haben werden, umso mehr GPU-Power wird gebraucht. Und aus diesem Grund konzentriert sich diese ganze GPU-Hashing-Power zumeist in zentralen Entitäten. Und solche Projekte wie IONET, A-Tier, Netmind, Akash, Render-Token sind besonders wichtig, weil sie diese Dezentralität auch fördern wollen. Und wenn irgendwo auf der ganzen Welt die ganzen Farmen weggekauft worden sind, dann sind wir noch die Letzten, die dann hier auf diesem Markt sind. Deswegen werden solche Programme oder Protokolle und Dapps für uns besonders interessant sein. Wir reden hier über so ein zeitliches Horizont von, ich glaube, 1 oder 2 Jahren vielleicht, weil es geht ja halt echt schnell voran. Und in den nächsten Jahren sollten wir schon mehr an künstliche Intelligenz, ob jetzt kryptobasierte Agents oder generell KI-Agents und so weiter haben werden. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten dazu. Und gut, lass uns hierzu auf IONET mal zu sprechen kommen. Dieser ganze, oder warum bin ich auf IONET zu sprechen gekommen? Das Projekt kenne ich, kannte ich, sogar vor dem Start. Und eine Sache muss ich sagen, ich finde es halt echt erstaunlich, guckt euch das mal an. Das ist dieser KI-Narrativ-Bereich und IONET ist auf Platz 5. Das heißt, wenn wir uns dieses Projekt anschauen, besteht hierzu eine Marktkapitalisierung von insgesamt 486 Millionen Dollar und das Projekt ist gerade gestartet. Okay, jetzt stellt sich die Frage, kaufen wir das Ding auf oder ist das jetzt ganz grob fahrlässig, da überhaupt einzusteigen? Und ich möchte mit euch ja generell so einen Überblick darüber geben, wie ich das Ganze sehe und bewerte. Ich bin ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch und ich möchte mit euch gerne mal Folgendes machen. Und zwar, wir werden jetzt diesen ganzen Markt vor uns visualisieren. Wir werden alle neu gestartete Projekte nehmen, die ab dem 01.01.2024 gestartet sind, die mehr als 70 Millionen Dollar als völlig verwässerte Marktkapitalisierung das Licht der Kryptowelt erblickt haben. Und ich möchte gerne so ein paar Brücken auf vorangegangene Projekte schlagen und euch nochmal eine kleine Einschätzung darüber geben, wie ich jetzt dieses Narrativ, dieses Projekt im KI-Narrativ bewerte. Und gut, dann nochmal kurz zum Abschluss hin mein Fazit. Wichtig, abonnieren nicht vergessen. Like gern dieses Video, allein das würde mich schon unendlich dankbar machen. Und wenn ihr noch nicht abonniert seid, gerne auch den Abo-Button drücken. Lass uns hierzu den Markt mal vor uns haben. Das ist hier dieser ganze Kryptomarkt von Platz 1 bis Platz 29.000. Wir machen Folgendes. Und zwar werden wir jetzt ein paar Filteroptionen durchführen, denn ich möchte auf jeden Fall die Projekte rausgefiltert bekommen, die für mich relevant sind. Also, wir sagten es eingangs, Marktkapitalisierung ab 70 Millionen. Das ist so für mich der Standard bei guten VCs-gebackten Projekten, die mit 70 Millionen in der Regel auch die Kryptowelt oder das Licht der Kryptowelt erblickt. Und für mich wird besonders sein, erstmal werden wir mit dem Narrativ gar nicht spielen. Wir werden erstmal alles so lassen, wie es ist. Wir nehmen komplett die ganzen Ränge raus und das Listing-Datum wird hier wie folgt sein. Und zwar alle Projekte Anfang ab diesen Jahres werden wir uns hier vor Augen haben halten bis zum heutigen Tag. Okay, jetzt mal eine Frage, bevor ich jetzt hier auf den Apply-Button drücke. Was meint ihr, wie viele Projekte, die seit diesem Jahres gestartet sind,
sind preislich überperformt. Das würde mich mal interessieren, so Stand jetzt, ob sie in einer Überperformance sind oder nicht. Und wenn ich mir jetzt diese ganzen Projekte nach 3 Monats-Performance mir mal anschaue, dann muss ich tatsächlich etwas Erschreckendes feststellen. Also das hier ist jetzt der 3 Monats-Performance. Das heißt, wenn wir in ein Based-Brett investiert haben, haben wir in der Regel in den letzten 3 Monaten, hier stand jetzt ein Profit von 192%. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, nehmen wir so mit. Aber ihr seht es, überwiegend sind hier viele Meme-Projekte, natürlich auch Ondo Finance mit Real World Assets, auch ein starkes Stück und Abios ebenfalls mit dabei. Wenn wir in Abios vor 6 Monaten vor 3 Monaten investiert haben, können wir jetzt über 65% Profit sprechen. Also ihr seht es ja, diese ganzen Profits werden jetzt immer niedriger. Und von diesen ganzen KI-driven Projekte, wenn ich mir das mal anschaue, wo eigentlich die ganze Welt ja davon schwärmt, da kann ich hier nichts sehen. Die letzten 3 Monate null. Außer Abios ist ein KI-Projekt, aber so an sich null. Schauen wir uns das mal an. Und zwar, wir werden jetzt mal ein bisschen spezieller da reingehen und sagen, ey, ich will jetzt nur die KI-Projekte ausgegeben bekommen und wir bestätigen das Ganze und schauen, wie viele Projekte seit Start diesen Jahres überhaupt im Profit liegen. Und das ist jetzt noch erschreckender. Die letzten 3 Monate, Abios, ich sagte es bereits, ist im KI-Narrativ angesiedelt. Und dann haben wir hier wiederum die üblichen Verdächtigen, wie NetMind-Token, Sleepless AI, ich hoffe, ihr kennt diese Projekte. Und aber so von unseren Projekten, Zero One Labs, weniger. 3 Monats Performance, das ist auf jeden Fall schlecht. Ne? Und spektral. Das ist auf jeden Fall schlecht. Und das bedeutet für mich, dass Projekte, die Anfang diesen Jahres gestartet sind, überwiegend schlecht performt haben. Aber ich darf aber zeitgleich auch nicht vergessen, diese Marktdynamik, auf der ich mich aktuell befinde, ist die Preisentwicklung zwar im Q1 überaus niedrig und überaus, ja, ernüchternd, aber ich darf halt echt eine Sache nicht vergessen. Und zwar, die Frage ist nicht immer, ob ein bestimmtes Projekt gut abschneiden wird, sondern vielmehr geht es darum, wie vielversprechend dieser Sektor ist und welche anderen alternativen Projekte es gibt und in welche anderen Alternativen wir auf Projektebene auch investieren können. Also generell kann ich sagen, ja, dieser Markt KI, der ist intakt. Kurz- bis mittelfristig wird er zwar mit preislichen Schwankungen mit einhergehen, so wie wir es mit Krypto auch kennen, aber so aus langfristiger Sicht sage ich, ja, definitiv. Also das ist es immer mehr spürbar, dass wir so einen großen Kampf haben werden. Ich darf aber bei neu gestarteten Projekten halt echt nicht immer so sofort reinfummeln, weil neu gestartet ist immer nicht immer gut. Wisst ihr warum? Stellt euch mal vor, Ionet sagt ja selber irgendwo, also ich habe nichts gegen dieses Projekt, ich feiere das sogar, auch dezentrale GPU-Power, aber sie sagen hier von Revolution. Sehr, sehr viele Projekte sprechen immer von Innovation, Revolution, wir sind einzigartig und so weiter. Und sobald solche Projekte solche Wörter in den Mund nehmen, ist es für mich gleich ein K.O.-Kriterium. Wisst ihr warum? Weil Revolution und Innovation ist immer sehr, sehr schlecht als Investor. Weil, gut, wir könnten jetzt ein Projekt kommen, ey, die geilste Innovation der Welt haben, so die Welt verbessern auf Papier und so weiter und eine destruktive Innovation mit sich bringen. Wisst ihr, warum das als Investor schlecht ist? Für Krypto oder für Technik interessiert, das ist eine super Sache, aber für Investoren ist es schlecht, weil Revolution hat oder Innovation hat keine Vergleichswerte. Ich könnte es nicht vergleichen. Ich möchte gerne das Beispiel mal auf Tao zu sprechen kommen. BitTensor zum Beispiel hat einen Konsensalgorithmus im Proof of Work. Das heißt, das Ding kostet mehrere Millionen Dollar im Jahr. Wenn ich mir jetzt Projekte wie Zero One anschaue, sie haben einen Konsensalgorithmus im Proof of Stake, sind viel günstiger und bieten fast das Gleiche an. Deswegen sind das für mich so die Erfahrungswerte. Aber ich sagte es bereits, wir müssten auf diese Schwankungen in Krypto immer
vorbereitet sein, weil wir werden immer wieder Schwankungen haben, denn viele dieser Projekte, sie sind noch nicht so groß, dass sie eigenständig ein azyklisches Verhalten hinlegen könnten, weil viele dieser Projekte, das meine ich damit, sind immer noch abhängig von Bitcoin und Bitcoin gibt halt eben den Ton an, weil umso höher wir jetzt die Dominanz auf seitens Bitcoin haben, oben seht ihr das, ja, 51% der Kryptoassets ist gesteuert durch Bitcoin. Das heißt, wenn du 100 Dollar in Krypto einzahlst, dann landen rein statistisch gesehen 51,6 Dollar in Bitcoin und der Rest kommt auf die Altcoins. Umso niedriger dann die Dominanz ist, umso besser ist es für den Markt, umso können auch solche Projekte auch eher ihr azyklisches Verhalten entfalten. Und deswegen ist es für mich jetzt erstmal so eine Sache. Bei IONET würde ich nicht einsteigen. Ich meine, bei neu gestarteten Projekten ist für mich immer so das Problem, ey, das Ding ist neu. Weil neu ist schlecht. Neu bedeutet, wir haben keine Erfahrungswerte. Wo ist der niedrigste Preis? Wo ist der Punkt, wo ich akkumulieren soll? Das weiß ich halt alles gar nicht, weil ich den Höchstpreis noch nicht gesehen habe und ich habe den tiefen Preis noch nicht gesehen. Und daher kann ich daher keine Tendenz ableiten. Ich meine, der tiefste Preis könnte rein theoretisch auch 1 Cent sein. Ich meine, eher unwahrscheinlich, wenn ich auf die Supply gucke, mit 800 Millionen. Aber dennoch, könnte es so sein, dass das der niedrige Preis ist. Und viele Trader verwenden natürlich auch Indikatoren. Und sie können halt keine Handlungen treffen, wenn gerade Projekte neu gestartet sind. All das, wenn ich jetzt hier reingehen würde, wäre nichts anderes als FOMO und Hype. Und ich möchte mich ungern von FOMO und Hype steuern lassen. Das ist halt nur meine Meinung. Aber generell, ich feiere dieses Projekt. Ich denke, wenn wir auf GPU-Hashing-Power schauen, werden wir hier auf jeden Fall gute Performance sehen, auch bei A-Tier. Da gab es auch mittlerweile einen Airdrop. Schaut mal nach, ob ihr eligible seid. Folgt mir da auf Twitter, da poste ich immer wieder Airdrop-Content. Und nutzt gerne den Link unten in der Beschreibung. Da habe ich nämlich auch eine Airdrop-Gruppe und eine Smart-Money-Gruppe. By the way, Netmind Token haben wir in der Smart Money Gruppe gecallt, als das Ding bei 2 Dollar wert war. Und viele Leute haben ohne Ende Asche gemacht. Und wir haben sogar auch Spectre gecallt bei 6 Dollar. War auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Profit. Wir haben auch Zero One gecallt. Zwischenzeitlich war er bei über 70 Cent. Und auch da kam eine Information, wo ich gesagt habe, ey, nehmt eure Gewinne raus. Aber mittlerweile, ich vertraue dem Projekt, da gehe ich auf jeden Fall auch rein und schaue, wie die Zukunft da auch ausschaut. Wie gesagt, diese kurzfristigen Volatilitäten, da müssen wir halt approved sein. Bringt ja nichts. Krypto geht jetzt nicht nur nach oben. Wir müssen noch mal ein bisschen den Weg nach unten feiern und irgendwie dann auch genießen. So sehe ich das. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Hinterlasst mir gerne ein Like, ein Abo und wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.